Medienkompetenz wird in Zukunft in allen ihren Facetten immer relevanter werden. Es wird die Mensch-Maschine-Interaktion noch intensiver werden. Und die neuen Medien verändern unsere Gesellschaft derart, wie es wahrscheinlich die Einführung des Buchdruckes früher darstellte. Das heißt, Schule hat die große Aufgabe, auf diese Lebenswelt vorzubereiten. Also ich würde am liebsten berichten darüber, wie an meiner Fakultät das Livestreaming eines ganzen Studienganges, des Bachelorstudienganges Mechatronik, umgesetzt wurde. Die Notwendigkeit hat sich ergeben, weil es einen dislozierten Studienstandort in Lienz gibt und Lehrveranstaltungen, bei denen Präsenz der Studierenden nicht verpflichtend ist, wo sie also nicht unbedingt mit den Vortragenden ständig interagieren müssen, nach Lienz zu streamen. Das Besondere ist, dass ein ganzer Studiengang gestreamt wird, und diese Umsetzung war eine sehr interessante und durchaus nicht einfache Aufgabe. Es gibt also zum Beispiel zunächst mal große technische Schwierigkeiten, was also die Internetgeschwindigkeit betrifft, was die technische Ausstattung auf beiden Seiten betrifft, in den Hörsälen, was dann doch die Möglichkeit betrifft, dass Studierende auch Zwischenfragen stellen können, was die Auflösung bei der Videoübertragung betrifft, was die Möglichkeit betrifft, wenn live Geschriebenes zu übertragen. Zum Beispiel ist das eine Tafel in dem Sinn gar nicht mehr ideal, weil also die selten mit genügend hoher Auflösung ins Bild gelangen kann. Das war also eine Herausforderung. Im Wesentlichen kann man solche Dinge lösen, wenn man genug Geld in die Hand nimmt, aber es ist teuer, das muss man dazu sagen. Also es kostet einiges und benötigt auch Wartung, Pflegeinstallation, also durchaus auch Experten von außerhalb der Universität oder auch innerhalb der Universität. Ein anderer wichtiger Punkt ist vielleicht eher ein psychologischer Punkt. Es mussten alle Vortragenden von Vorlesungen sich bereit erklären, ihre Lehrveranstaltung zu streamen. Und das muss man ihnen irgendwie schmackhaft machen, beziehungsweise diese Zustimmung muss man also bekommen und man muss Zusagen machen oder auch Dinge, Unterstützung anbieten. Also ein wichtiger Punkt ist zum Beispiel, dass wir es den Lehrenden freigestellt haben, wie weit sie sich wirklich selbst vorwagen wollten. Das Minimale war ein Livestreaming nach Lienz. Aber es gibt die Möglichkeit, diesen Livestream auch aufzeichnen zu lassen und später zur Verfügung zu stellen. Es gibt auch die Möglichkeit, diesen Livestream ins Internet zu stellen. Es gibt die Möglichkeit, den Livestream zu öffnen, universitätsweit oder auch weltweit sogar. Und diese Möglichkeiten haben wir nicht erzwungen, sondern wir haben darauf hingewiesen, und sie werden verwendet oder auch nicht verwendet. Das bleibt bei den einzelnen Lehrenden. Viele Lehrende haben tatsächlich Befürchtungen, dass sie mit solchen Aktivitäten sich selbst auch abschaffen auf lange Frist oder auf mittlere Sicht. Und diese Befürchtungen muss man, glaube ich, sehr, sehr ernst nehmen. Ich habe solche Befürchtungen persönlich nicht, aber ich weiß, dass sie existieren, und man muss also darüber reden und die Dinge auch im Vorhinein wirklich klären. Und da ist also Freiwilligkeit ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und vielleicht kann ich dann auch noch ganz kurz was zum Ergebnis sagen. Es waren am Anfang, wie das begonnen hat, alle sehr, sehr aufgeregt. Es gab auch ein paar kleine technische Schwierigkeiten, aber es hat relativ gut funktioniert, und nach einer gewissen Zeit haben sich alle Vortragenden daran gewöhnt. Es war nichts mehr Besonderes, diese Dinge ins Internet zu übertragen, und sie haben sich sehr schnell mit den neu gewonnenen technischen Möglichkeiten auch angefreundet. Sie haben zum Beispiel gesehen, sie kannten die Vorteile einer Tafel, und wo man also ein Bild aufbauen kann, beschriften kann. Sie haben aber dann sehr schnell auch erkannt, dass diese Vorteile zum Beispiel auch für eine Dokumentenkamera gelten und dass es noch zusätzliche Vorteile gibt, wie eben die Möglichkeit, Dinge besonders hervorzuheben, herauszuzoomen, aufzunehmen, abzufotografieren und dann noch zur Verfügung zu stellen, oder auch die Möglichkeit, am Bildschirm selber zu schreiben. Auch diese Möglichkeit wurde geschaffen, davon ein Video zu machen, und auch das kann man den Studierenden zur Verfügung stellen. Also es gibt plötzlich mehr Möglichkeiten, und Lehrende schätzen so diese technischen Möglichkeiten, die technische Ausstattung in den Hörsälen, und verwenden sie auch abseits der vorgeschriebenen Verwendungen. Von Seiten der Lehrenden ist es aber ganz, ganz, das übliche Verfahren ist, dass man klein beginnt und meinetwegen einmal nur das Lernmanagementsystem verwendet, um eine PDF-Datei vom Skriptum hochzuladen.
Das ist noch kein E-Learning natürlich, aber man verwendet einmal die Software und man gewöhnt sich an die Software, man sieht ein paar Möglichkeiten und kann sich dann Schritt für Schritt herantasten. Auch beim Livestreaming war es genauso. Es gab zunächst einmal die Möglichkeit, das im kleinen Rahmen zu machen und man kann diesen Rahmen dann schrittweise auch vergrößern. Bei uns konkret schaut das also so aus, zuerst mal nach Lien streamen, dann auch an universitätsweit streamen, dass also Studenten, die in Innsbruck sind, ebenfalls am Stream teilhaben können. Dann vielleicht einmal Interaktionsmöglichkeiten noch einbauen, wie beispielsweise einen Chat verwenden oder andere Dinge verwenden. Vielleicht dann die Aufzeichnungen hernehmen und zusammenschneiden und daraus etwas basteln. Das sind alles einzelne Schritte. Das kann man nicht auf einmal machen. Ja. Das muss also, daran muss man sich langsam gewöhnen. Wichtig sowohl für die Universitätsleitung, für die Universität, als auch für die Lehrenden ist, dass es Unterstützung gibt. Das heißt, dass es die Möglichkeit gibt, E-Tutoren zu verwenden, dass es die Möglichkeit zu Projekten gibt, wo man also Leute anstellen kann, die durchaus die viele Arbeit übernehmen können, wie zum Beispiel Zusammenschneiden oder das Aufbereiten für einen erfolgreichen Online-Kurs. Das ist also nicht möglich im Rahmen einer normalen Lehrverpflichtung und zusätzlich zu allen anderen Dingen, die Universitätsmitarbeiterinnen und Mitarbeiter leisten müssen. Viele Lehrende haben diese Befürchtung, andere haben sie nicht. Die Universitätsleitung muss, glaube ich, ganz, ganz klar kommunizieren, dass das Erstellen von Online-Lernmaterialien ein wichtiger Beitrag ist, der in einem gewissen Sinn auch honoriert werden muss. Das heißt nicht, dass er bezahlt werden muss, aber beispielsweise in die Lehrverpflichtung eingerechnet werden muss, dass aber auch die Wartung von solchen Dingen honoriert werden muss, beziehungsweise es müsste Regeln geben, wie also, es ist ja nicht nur damit getan, dass man also Materialien bereitstellt, man muss ja auch auf Fragen antworten, man muss Dinge, Gedanken moderieren, leiten, anleiten, man muss Dinge bewerten, Diskussionen anregen, ähnliche Dinge, dass also solche Dinge auch ganz, ganz konkret als Lehrleistung anerkannt werden und auch, aber auch ermöglicht werden, nur innerhalb von klar definierten Regeln. Also es benötigt Definitionen, es benötigt ein paar Regelwerke, die innerhalb einer Universität gemeinsam erarbeitet werden müssen. Das ist, denke ich, schon notwendig. Meine Universität ist, glaube ich, auch auf einem guten Weg dorthin. Aber das muss natürlich auch dann bei Lehrenden ankommen. Ne?